Hey, ich bin Anna. Genau, A-N-N-A. Das ist doch von vorne wie von hinten genau gleich. Aber sonst ist nichts gleich bei mir. Darum bin ich gerade dabei. Das ist wie in einer Familie. Du hast alle sehr gerne hier. Aber wie so oft in einer Familie haben alle unterschiedliche Eigenschaften und Bedürfnisse. Du weißt, was ich meine. Ach, der Aaron wieder. Fußball, Fußball, Fußball. Wirklich immer. Und überall. Okay, fast überall. Mit dem Sportgymnasium bei uns bringt er alles unter einen Hut. Und hat sogar noch Zeit, die nächste Generation zu trainieren. Auch die Kleinsten gehören nämlich zur Fäusi-Familie. Während Malia in die Fäusi-Kita geht, kann die Mama konzentriert ihre Yogaschule führen, tiefenentspannt und ohne Sorgen in die Meditation versinken und sich nach auf die Weiterbildung bei uns konzentrieren. Und das sogar erfolgreich. Kurs bestanden. Yes! Und auch die kleine Malia war ganz schön produktiv. Und das ist der Benno, mein Grossvater. Er hilft mir immer bei den Englischaufgaben. Und er liebt es zu erzählen, wie er hier seine Matura abgeschlossen hat. I visited the Foisy school like my son, and the son of my son, and the daughter of the son of my son. Ja, ja, ich weiß, Benno. Familie, sag ich doch. Aber was ist jetzt mit dieser Aufgabe hier? Oh, und das ist der Jonathan. Er macht hier irgend so ein Studium auf Foisy. Genau. Nämlich eine Weiterbildung an der höheren Fachschule Wirtschaft. Das macht mich nicht nur für die berufliche Zukunft fit, sondern hilft mir auch bei meiner persönlichen Weiterentwicklung. Und was aus mir wohl wird werden? Gymnasium, Kaufmann, Kauffrau, Handelsschule, VSH. Und so weiter. Ja, eine ganz schön bunte Familie hier an der Fäusi. So viele Generationen, so unterschiedliche Hintergründe. Schülerinnen, Studenten, Berufsleute, Sportler, Wiedereinsteigerinnen, Quereinsteiger. Bei uns sind alle Aufsteiger.